Ja, wir sind halt hier für die Weinpreise und die Milchpreise zu demonstrieren. Wie man hier sieht, wir haben ein paar Sprüche auf den Schildern angebracht. Das ist der Hauptgrund, was uns stört. Wir wollen halt damit Aufsehen erregen. Deshalb auch die Zeitung auch hier, SWR war auch schon hier. Unsere Ziele sind einfach bessere Weinpreise und Milchpreise etc. Die Landwirtschaft wird einfach unterbezahlt für das, was wir sind. Wir haben einen hohen Marktdruck vom Ausland. Wir können da einfach nicht mithalten, weil die viel besser produzieren können und günstiger, jetzt um mal einen Mindestlohn zu nennen, immer steigende Produktionskosten etc. Und wenn das so weitergeht mit den Preisen, werden immer mehr aufhören. Wenig junge Leute kommen nach. Die Kulturlandschaft an der Mosel wird mehr oder weniger verschwinden. Der Weinbau, so wie wir ihn kennen, wird auch nicht mehr existieren. Und es wird innerhalb von den nächsten 10, 20 Jahren wird sehr viel sich verändern, so wie wir es heute kennen.